So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal die ersten Experimente relativ in die Nähe. Wir sagen mal an der Landestelle direkt. Nee, sagen. Auch nicht. Da drüben war irgendwo Kerbin untergegangen. Da hinten ist, glaube ich, auch der Stromanschluss dran. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier funktioniert. Split. Zack. Link. Achso, ich muss erst einen anderen. Erst den anderen noch reinpacken. Ich hätte vielleicht ein paar mehr von diesen Stromverbindern mitnehmen sollen, wa? Na gut. Gut, gut, gut. Wir müssen ja nicht alle Experimente gleichzeitig machen. Link. Und dann linken wir den hier. Zack. So. Jetzt haben wir hier eine Verbindung, würde ich sagen. Sehr schön. Dann können wir unser nächstes Experiment aufbauen. Wo hat das seinen Stöpsel? Da. Dann bauen wir das hier ein bisschen. Bisschen getrennt, glaube ich, vom anderen. Damit der Wissenschaftler zufrieden ist. Nicht, dass das nachher wieder irgendwelche Querwirkungen von anderen Experimenten gibt. So. Schwupp. Und hier kommt der andere Stöpsel rein. So. Und dann stecken wir das wieder zusammen. Link. So. Gut, ich würde sagen, die ersten zwei Experimente haben wir. Dann kann jetzt mal der Wissenschaftler übernehmen. Svensen. Und kann hier mal seine Experimente durchführen. Mal gucken, was passiert. Und ich glaube, auf einen Sturm brauchen wir hier nicht warten. Ohne Atmosphären passieren da zum Glück nicht allzu viele Stürme. So, mal gucken. Huch. Mal gucken, wie das so funktioniert. Jetzt hüpft doch nicht immer so rum, du sollst dich da hindrehen. So, kalibrieren. Kalibrationslevel 125%. Okay, dann machen wir mal eine Laserentfernungsmessung. Ach du Scheiße, 20 Tage braucht das? Boah. Okay, ist gestartet, kann jetzt laufen. Dann machen wir hier mal weiter. Ich hoffe, die brauchen nicht alle so lange, die Experimente. Ja, Titansurfer, das finde ich auch. Also, als ich ihn damals vorgestellt hatte, da war es noch ein bisschen anders. 22 Tage. Ach, du Heilige. So lange wollte ich ja eigentlich nicht bleiben. Ich habe doch gar kein Essen mit dabei. Also, ich habe ein bisschen Essen mit dabei, aber nicht so viel. Passt das vom Strom? Ja. Oh Mann. Okay, dann ist wohl der Ingenieur wieder dran. Da ist er. Ein paar Experimente aufbauen. Oh ja, tatsächlich, ich wundere mich schon die ganze Zeit, was hier so komische Geräusche macht. Ich habe das optisch komplett verdrängt, dass da das Fenster offen ist. Es nervt tatsächlich ein wenig, wenn es die ganze Zeit so blub, 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 aber ich habe irgendwie nicht mehr daran gedacht, dass das Fenster noch offen ist. Warum läufst du denn so komisch, weil du so schwer beladen bist, ne? Ja. Als ob er auf Klo müsste, ne? Oh Gott, warum brauchen denn diese Experimente so lange? Wer macht denn sowas? Schwupp. 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 Ich hoffe, dass irgendeins dieser Experimente nicht 300 Tage braucht. Also ich kann eine Station automatisch versenden einstellen, ja? Das ist doch schön. Okay. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass die ganze Geschichte nicht genug Strom haben wird die ganze Zeit, obwohl er sich ja jetzt erstmal komplett durch die Sonne dreht. So, ich baue hier mal. Wollte schon sagen, warum ist das nicht load? Hier ein Verteiler rein. Warte mal, ich habe noch 1, 2, 3, 4.
Eins, zwei. Oh Gott, ich habe gar nicht. Ich hätte echt mehr von diesen Stöpseln mitnehmen müssen. Ich glaube, ich kümmere mich erstmal darum. Ich brauche für weitere vier Experi zwei Experimente, vier Stöpsel. Dann habe ich immer noch zwei Stöpsel. Ich gewinne halt nichts durch den Verteiler, ne? Kann ich mir sparen. Ich habe zu wenig Kabel mitgenommen. Verdammt. Das hätte man vorher wissen müssen. So, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt den kathodeneutralen Tüdelüns. Den stellen wir noch auf. Aber was dazugelernt. Nächstes Mal unbedingt 3 Millionen Kabel mitnehmen. Und wir stellen hier den. Was ist das eigentlich? Das Surface-Magnetometer. Na gut. Was immer ihr wollt. Was immer ihr wollt. Ihr kriegt alles. Wie grabbe ich das Zeug wieder? Ich halte G gedrückt und nehme es. G wie grabben. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und dann halt gedrückt, also gepresst halten, ne? Also Drag and Drop mäßig. Nicht nur kurz anklicken, sondern wenn du es ins Inventory ziehst, immer Drag and Drop. So wie in der Fab auch. Eigentlich relativ konsistent, finde ich, bei KISS gemacht. So. Zack. Mal gucken, ob der das stromtechnisch aushält. Link. Mit meinem einen Solarpanel. Gut, jetzt ist er noch nichts eingeschaltet. Zack und Link. Nee, das ist ja nicht deine Aufgabe, mein Freund. Ja, eine Kabeltrommel trifft's ganz gut. So, der Zwensen ist wieder dran. So, Zwensen kann jetzt mal probieren, hier ein bisschen alles einzustellen und zu kalibrieren. Fangen wir mal an mit dem Toaster hier, der natürlich ein kaltkathodenneutraler Ionendetektor ist und kein Toaster. Zack. Und der macht dann mal seine Exosphere-Readings. Die natürlich auch. Ich habe so die Befürchtung, dass das alles 20 Tage plus dauert. Na gut. Zack. Kalibrieren. Magnetfeld 30, natürlich 30 Tage. Okay. Jetzt schauen wir mal. Stromtechnisch sieht es aber gut aus. Das scheint zu funktionieren. Okay, dann machen wir hier. Turn Auto Transmit. On. So, jetzt ist es an. Sehr gut. Das heißt, das kann dann Daten übertragen. Bam, bam, bam. Ärgerlich ist jetzt natürlich, dass ich viel mehr Experimente mit habe, als ich gerade aufbauen kann mit dieser Station. Na gut. Na gut, dieses Mal gewinnst du das Spiel, aber beim nächsten Mal weiß ich es besser. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. So. Beim nächsten Mal weiß ich es besser. Gut, was haben wir jetzt noch für tolle Sachen im Angebot? Wir haben noch ein Surface-Gravimeter und wir haben noch ein Solarwindspektrometer. Gut, das können wir knicken. Die kriege ich jetzt natürlich nirgendwo angebaut vom Strom her, was sehr schade ist. Oder kann man. Ne, ich muss die an den Master ranbauen, ne? Das ist eine doofe Idee. Ich muss das ja an das Mastergerät anstecken. Aber da ist auch kein Stromstecker mehr, da sind nur vier. Na gut, dann haben wir jetzt diese vier aufgebaut. Ich glaube, der Ingenieur kann sich mal entladen gehen, damit er mal wieder laufen kann wie ein normaler Mensch oder wie ein normaler Köbel in seinem Fall. Und dann gucken wir mal, was da oben schon wieder für spannende Nachrichten auf uns warten. Da sind ja schon wieder irgendwelche Sachen. So, aber ich würde sagen, da haben wir doch ein bisschen was geschafft insgesamt. Und ich hoffe mal, dass das Zeug durchhält mit seinem Kalibrierungskram. Jetzt läuft er auch wieder normal. Und wir dann ordentlich was einsacken können. Also, you have successfully landed your first Kerbal on Minmus. Jawohl. Zack. Und wir haben eine Planned Flag gemacht. Jawohl. Und wir haben natürlich auch nochmal Bonus bekommen für den ersten. Also fürs erste Mal auf der Oberfläche von Minmus rumlaufen und die Flagge natürlich nochmal oben drauf. Damit ist das Minmus-Programm auch abgeschlossen, so wie angekündigt. Und wir können mal gucken, ob sich daraus neue Aufträge ergeben haben. Es ist auf jeden Fall mehr geworden. Wir haben wahrscheinlich Conduct
Survey, ach, das hatten wir ja. Das war dieses 75 Tage im Orbit bleiben. Ja, das können wir tatsächlich annehmen, glaube ich. Was haben wir jetzt noch aktiv? Biomscan am Mond. Da müssen wir die Probe auch gleich noch hinschicken. Die gammelt noch um Körben rum. Explore Minmus. Was haben wir denn noch? Return to Kerbin from a flyby of Minmus. Okay. Das heißt, wir können tatsächlich uns das hier mal nehmen, ne? Ne, das hier war's. Magnetic Field Environment. Wir haben nämlich eine RWPS-Antenne und wir haben auch einen Magnetometer-Boom. Und wir haben in der Kiste auf jeden Fall locker genug Sprit drin, damit die das noch machen kann als Probe nachher. Ja, nehmen wir mal an. So, was haben wir noch Schönes? Landed at Kerbin, irgendwelche Sachen testen. Bin ich immer für zu haben. Zack. Orbital Survey of Gilly. Die wollen uns jetzt schon nach Gilly schicken. Nicht schlecht. Ja, wir sind halt gut, ne? Wir sind halt einfach gut. Wie Tab drücken ums Inventory. Oh, man kann das Inventory mit Tab öffnen. Das ist schön. Danke für den Hinweis. Kitty? KI77i wird es nicht sein. Kitty? Ich nehme an, Kitty. Ja, danke für den Tipp. Wusste ich noch nicht, dass man Tab drücken kann. Wieder was gelernt. Also sowas einfach auch gerne sagen, wenn ich mich komisch anstelle. Ich weiß ja auch nicht alles. Und ich bin gerne lernwillig. Ihr müsst es mir nur sagen. Und ich muss es dann noch lesen. Das kommt noch dazu. Gut, das heißt, hier haben wir eigentlich alles gemacht, was man so machen kann. Jetzt ist die große Frage. Der Minmus-Länder kommt auch bald zurück. Wollen wir noch ein anderes Biom besuchen und noch ein bisschen was einsammeln? Einfach for the sake of Wissenschaft. Also wir könnten jetzt noch so einen Hüpfer machen. Hier hoch oder hier hoch. Und da nochmal unsere Experimente benutzen. Und dann docken. Oder wir docken jetzt gleich. Wie sieht's aus? Was wollt ihr haben? Wollen wir noch ein Biom besuchen oder wollen wir direkt zurück zu unserem Mutterschiff, um dann auch irgendwann die Heimreise anzutreten, nachdem wir das erste Mal Minmus erforscht haben? Ihr dürft entscheiden. Genau, also Science heißt, wir fliegen noch woanders hin und nach Hause heißt natürlich, wir fliegen nach Hause. Okay. Also wir haben bisher viermal, fünfmal für noch was anderes angucken und wir haben einen, der nach Hause will. Also wir haben auf jeden Fall noch genug Sprit dafür, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Wir haben noch 1400 Delta V. Wir brauchen, glaube ich, für einen Orbit um Minmus 200 oder so. Wir wollen natürlich ein bisschen was drin lassen und auch nahrungstechnisch sind wir noch ein paar Tage versorgt. Also die Raumfähre war, glaube ich, auf 3 Tage, wenn 3 Kerbals drin sitzen, also müsste sie knappe 6 Tage durchhalten, wenn mich nicht alles täuscht mit den 2 Kerbals. So. Also, hier sind wir durch. Wir können aber mal... Ach, warte mal. Wir können mal... Ja, Minmus Länder war schon korrekt. Collect all. So. Dann kann er hier nämlich nochmal ein Reset von den Dingern machen. Was ist hier noch? Wo siehst du es? Achso. Das ist nur das Thermometerteil. Aber hier müssen wir noch restoren. So. Ja, gute Nacht Richtung Thorsten, falls du es noch hörst. Das ist natürlich immer ein guter Grund und viel Spaß dann natürlich mit der Aufzeichnung. Und wir... Ja klar, kann ich die Experimente auch machen, aber ich will das Ding dann für die nächsten 72 Tage oder so in den Orbit hauen, weil ich diesen Auftrag angenommen habe jetzt hier, dieses... das da... Und da muss er, ach, 75 Tage sogar. Da muss er dann erstmal 75 Tage im Orbit sein. Also klar, die Landefähre kann natürlich, wenn sie den Auftrag dann erledigt hat, auch noch irgendwo anders Experimente machen. Aber was sie halt nicht kann, ist die Sachen gut abliefern, ne?
ein Solarpanel des Länders auf die Central Station bauen. Naja, sie hat genug Strom und wenn die Sonne weg ist, dann hat sie halt keinen Strom mehr, ne? Ich lasse das jetzt so. Zack. Gut, das können wir zumachen, glaube ich. Ich lasse das jetzt so. Wir haben hier noch Strom in der Station unten drin. Die steht relativ flach. So, und wir fliegen jetzt in Richtung Osten. Nee, Osten ist es nicht. Wir fliegen in Richtung Westen und gehen hier oben auf so ein Plateau drauf. Das heißt, wir fliegen Richtung 270 Grad ab. Dafür machen wir mal den da schon mal an und wir fahren unsere Leiter noch ein, damit die nirgendwo stecken bleibt. Und dann geht's auch schon los. Ganz kleinen Schritten und wir entfernen uns. So, jetzt schauen wir mal, dass wir das hier hinbekommen. Wenn wir uns gar nicht dumm anstellen, schaffen wir das vielleicht sogar noch in diesem Umlauf, bevor der Länder da ist. Ich muss jetzt nochmal gucken, dass wir auch genug Höhe nehmen, auf jeden Fall, dass wir da auf das Plateau hochkommen. Aber das sieht gar nicht schlecht aus. So, zu hoch müssen wir das nicht machen. Wir wollen ja schließlich da nur hochhüpfen und nicht die Welt neu erfinden. So, ein bisschen korrigieren. Huch. Ein bisschen übermäßig korrigieren. Also wenn wir es reizvoll haben wollen, können wir natürlich das kleine Plateau hier oben nehmen. Aber ich glaube, ich nehme das große Plateau, weil wegen Nervenkrieg und so. So. Zack. Da sieht doch gut aus. Sehr schön. So, kollidieren wir irgendwo? Nein, tun wir nicht. Das heißt, wir machen jetzt einen schönen knappen Überflug. Über die Landschaft hier. Warum ist mein Licht eigentlich aus? So, und dann haben wir vielleicht. Haben wir vielleicht eine schöne Landung. Also das hier wäre der kleine Berg gewesen, aber ich glaube, das ist mir ein bisschen too much. Das ist mir ein bisschen zu viel des Guten. So. Wir driften und wir haben noch 4 Tage und 3 Stunden Supplies. Also ist alles noch gut. Ist alles noch in Ordnung. Ja, das stimmt, Titan-Surfer. Also, wenn man natürlich jetzt so startet, wie ich gerade gestartet bin und das Triebwerk direkt über die Experimente hält, ist das sicherlich nicht gut für die wissenschaftlichen Ergebnisse. Und vermutlich auch nicht besonders gut für die Experimente, die da rumstanden. So, können wir gleich mal gucken, ob wir hier nebenbei zufällig irgendwas Neues finden. Also biomtechnisch. Denn to boldly go ist immer to boldly go. Ja, stimmt, die Flagge umwirft. Oh Gott, oh Gott, die gute Köbelflagge. Das wäre natürlich peinlich. Aber es ist schon echt schön gemacht von der Oberfläche her. Echt schön gemacht. Und guck mal, Kerbin-Aufgang. Yay! Unser Raumschiff ist auch immer noch gut unterwegs. Minmus Midlands. Ich hätte jetzt irgendwie mit Highlands oder sowas gerechnet. Minmus Slopes. Eva Report. Ja, los. Einer muss ja, ne? Einer muss ja einen Eva Report machen. Bord. Sehr schön. Ja, landschaftlich eine hübsche Ecke hier. Kann man nichts sagen, ne? Machen wir mal kurz die große Karte an, wie weit wir so mit den Scans eigentlich sind. So richtig viel passiert ist ja noch nicht, ne? Minmus? Ah, er brauchte erstmal kurz so eine kleine. So einen kleinen Hinweis, dass er mal neu lädt. Oh, wir haben eine Anomalie gefunden. Oh. Könnten natürlich auch noch die Anomalie besuchen fliegen. Aber jetzt machen wir erstmal eine saubere Landung. So. Kleine Module hinzufügt, die am Länder sind. Meinst du das hier?
Das ist Universal Storage, glaube ich, in Kombination mit die Magic Orbital Science. Also diese Octocores, also diese oder diese Adapter jetzt hier, die gibt es als 4er, 6er, 8er Adapter, die gibt es von Universal Storage und da gibt es dann auch verschiedenste andere Anbauteile, sowas wie Essen zum Beispiel hier. Und die Magic Orbital Science bringt eben auch Module dafür mit, die wissenschaftlich da rangebaut werden können. Und es gibt aber auch Stock-Kram. Oder kommt das denn doch von Universal Storage? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es dann immer auch so miniaturisierten Kram, der da reinpasst. Und ich glaube, wir sind jetzt drüber. Wir können eigentlich... Wir können eigentlich gleich mal bremsen. Ha, Anomalie, ne? Reizt mich ja schon. Was mich ein bisschen weniger reizt, ist rauszufinden, ob wir genug Treibstoff dafür haben. Weil die da oben irgendwo ist. Das ist das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet. Ich muss dann gleich mal kurz auf meine Delta-V-Charts gucken, wenn wir die Landung hier durch haben, ob wir uns so einen Füllefanz leisten können gerade. Ja, kann auch sein, dass es nur Universal Storage ist. Das mag sein, dass er es anpasst. Aber auf jeden Fall sind dort auch Teile von Orbital Science drin verbaut. Aber natürlich auch Stock-Geschichten. So, nochmal bremsen ordentlich. So, und jetzt müssten wir hier eigentlich relativ straight runtergehen. Map-technisch ist es nicht... lass uns das mit der Map, glaube ich, gleich nachgucken, wenn ich gelandet bin. Und ja, ich wollte den Stream länger machen, aber ich wollte natürlich nicht auf Minmus ohne Treibstoff verrecken. Das ist das eine und das andere sind nicht direkt voneinander abhängig, Proxy. Von daher will ich mir schon dann nochmal die Treibstoffberechnung sauber angucken, was ich mir auf Minmus leisten kann und was nicht. Ich muss auf jeden Fall noch hochkommen zu meinem... Huch, falsche Richtung. Zu meinem Mutterschiff, damit es mich nicht irgendwo zerfrackt. So, können wir ein bisschen Gewicht reduzieren. Das wird auf jeden Fall unsere Delta V erhöhen und spart uns hier auch Sprit in der Landung. Und zeigt ihr mir schon wieder diese... das Oxygen hier an. Weil ich brauche nachher fürs Andocken auf keinen Fall 20 Monopropellant. Mir reichen da wahrscheinlich auch eher so 10. Dann können wir das lieber hier verbrennen bei der Landung. Und schon mal ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. Und wie gesagt, auf der anderen Seite auch Gewicht sparen für alle zukünftigen Manöver. So. Meter noch. Oh, hier ist schon ein bisschen felsiger auf jeden Fall. Schon ein bisschen felsiger. Alter, mach mich nicht fertig. So, das reicht. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal ein bisschen was mit dem Triebwerk, bevor es zu knapp wird. So, reicht. Ach Gottchen, das war ein bisschen viel des Guten. Das sah schon näher aus, als es ist, aber wir sind noch 300 Meter hoch. Da können wir schon noch ein bisschen mit dem Treibstoff arbeiten. Oder mit dem Treibstoff haushalten, so rum. Das ist das richtige Wort, nachdem ich gesucht habe. So, jetzt bremsen wir ein bisschen stärker wieder. So, leichte Seitwärtsbewegung, aber nichts allzu Wildes. Und das sieht doch wieder nach einer Zuckerlandung aus, würde ich sagen. Oh, ich mache einfach einen Cut-off jetzt. Zack. Schwupp. Angekommen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus, dass wir hier wieder ein bisschen was abgrasen können. Ich fange mal direkt mit diesem aufwendigen Laser-Surface-Scanning an. Oh Gott, ich hätte
vorher die Alkaline Fuel Cell anschalten sollen. Meine Fresse, ist das Ding aufwendig. Ja, gibt aber auch ganz gut Science-Punkte rein, ne? Das zieht richtig Strom, darum zu lasern. Gut, ist halt ein Laser, ne? Das zieht aber trotzdem ganz gut Strom. Ich funk das mal rüber. Natürlich nicht. Das war ja zu viel des Guten. Okay, also an die Fuel Cell. Review Stored Data. Hä? Transmit Data, jetzt sag nicht. Wo ist denn jetzt mein Laser-Ding? Hello, Mr. Laser. Ah, da ist er. Bitte senden Sie dies nach Hause. So, Magnetometer. Ein Crewport, den können wir schon mal senden. Magnetometerdaten direkt hinterher. Temperature Scan können wir auch schon mal speichern. Temperature Scan. Du, das ist alles eine Gewöhnungssache, glaube ich. Also, Carbonization, erstmal vielen Dank für die Bezeichnung dieser Landung als Lehrbuchlandung. Und Titan Surfer, das ist, oder Titan. Wie ist eigentlich Titan Surfer oder Titan Surfer? Also, eher Deutsch oder eher Englisch? Ich will das ja auch korrekt machen. Es gibt ja immer wieder Beschwerden, dass ich Leute falsch nenne. Ich gucke hier gar nicht in Richtung von Yin und Idel. Voll Laser, ja. Ja, Laser. So, Metal Study. Und dann können wir eigentlich auch schon aussteigen. Achso, da gibt es also gar nichts, wie man das richtig sagt. So, so. Zack. Und heute geht mal der Svensson raus. So. Mit solches wie Leitern halten wir uns hier gar nicht auf. Hier wird gesprungen. Gut. Dann haben wir hier... Gibt es irgendwas Spannendes zu tun hier? FV601 haben wir nicht mit. Nichts Neues, oder? Nee. Gut, dann machen wir einfach das, was man hier so macht. Surface Samples nehmen. Ether Reports machen. Dings angucken. Kurbeln angucken. Das können wir mal. Wollen wir das hier mal heute als den Livestream-Screenshot nehmen? Guck mal. Das können wir vielleicht noch ein bisschen hübscher arrangieren. Gib mir mal einen kurzen Moment. Zack, zack. Ich glaube, das Licht machen wir dann lieber mal aus. So, jetzt gucken wir mal, ob wir... Wie gesagt, gebt mir einen kurzen Moment. Ich krieg, glaube ich, ein schönes Foto aufgesetzt für euch. Das ist es noch nicht. Wollen wir noch eine Flagge hinstellen? Das ist eigentlich auch eine gute Idee. Zack, ich hoffe, dass ihr die Flagge richtig rum hinstellt, dass man sie auch lesen kann. Mach keinen Blödsinn jetzt. Ha! Hervorragend. Ja, kommt dann. Zweite Minmus-Landung. Wie hieß er? Svensson. So, ich würde das auch wenigstens richtig schreiben. Für immer verewigt mein Rechtschreibfehler. Svensson-Kermen. Ach so, durchgeführt von... Zack. So. So, die Raumfähre gibt es heute nur als Schatten. Kommt doch auch ganz gut. So, ihr könnt dann jetzt eure Screenshots abfertigen, falls ihr welche braucht. Und dann nehme ich derweil noch einen Schluck Wasser. Und dann gucken wir uns mal die Anomalie an. Beziehungsweise ich guck mal kurz... Wie viel brauchen wir denn auf dem Delta-V-Chart? Eine Sekunde.
Also, mein Delta-V-Chart sagt 240 für einen kompletten Orbit, um ihn muss. Das heißt, die Anomalie können wir uns schon noch geben. Das sollte hinhauen. Ohne, dass hier irgendjemand stirbt oder so. So, jetzt einmal hier rüber. Dann einmal zurück. Und die Sachen resetten. Gut, das heißt, wir gucken jetzt gleich mal, wie der Anflug zur Anomalie aussieht. Da hinten kommt übrigens, glaube ich, unsere Fähre angeflogen. Zwirbelt dann gleich einmal über uns drüber. Wie weit ist denn die mittlerweile? Ja, die kommt hier gerade. Schön, hier ist noch die Central Station. Ja, da kommt unsere Landefähre. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken, wo die Anomalie ist. Ob wir die hier von hier aus gut anfliegen können. Oh Gott, es geht langsam in Sprachlähmung über. So. Zack, zack, zack. Mal gucken, was das für eine Anomalie ist. Das ist natürlich auch mal spannend. Ich habe, glaube ich, auf Minmus noch nie eine Anomalie besucht. Wir haben ja schon einen Steinbogen gefunden. Wer weiß, was es noch gibt. So. Gut. Review Stored Data. Speichern, speichern. Wegschicken. Speichern, speichern. Wegschicken. Speichern, speichern. Speichern, speichern. Wegschicken. Und speichern. So. Hier noch irgendwas drin? Ja. Wegschicken, speichern. Okay. Kannst du mal Collect All machen, dann haben wir die da alle drin. Die können wir später noch holen. Achso, da hinten kommt erst unser Raumschiff, ne? 94 Kilometer. So, jetzt schauen wir uns das mal auf der Karte etwas genauer an. Auf der großen Karte. Also, wir sind hier und dort ist eine Anomalie. Kann ich die als Ziel setzen oder so? Nö, ne? Ich sehe die natürlich nicht. Ach so. Ich kann auch Wegpunkte setzen. Okay. Das grüne Kreuz auf Anomalie. Zack. So. So. Ah ja. Okay, jetzt sehe ich es aber nur, ne? Aber das scheint der Nordpol zu sein, wenn ich mal raten müsste. Oder? Oder es sieht sehr nordpolig aus, zumindest. Wisst ihr was? Wir finden es einfach raus. Ich glaube, wenn ich nach Norden starte, müsste ich da ziemlich direkt hinkommen. Von daher, probieren geht über studieren. Wir machen jetzt einmal gleich nochmal die Fuel Cell aus, dass wir die noch schön voll haben, weil da sieht es ziemlich finster aus. Ja, danke für den Hinweis, Michael. Es ist, wie gesagt, ihr dürft gerne Tipps geben, wenn ihr eine Idee habt oder was glaubt, dass man irgendwas effizienter, besser, anders machen kann oder ich scheinbar Sachen auch einfach nicht weiß. Da fühle ich mich nicht gegängelt von, sondern ich habe ja mal angefangen damit, dass ich Tutorials gemacht habe, damit andere Kerbal Space Program lernen und ich freue mich auch immer, wenn ich Sachen lernen kann, weil mir fällt das ja auch nicht von alleine auf den Kopf. Von daher gerne immer raus damit.